Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SkyTag. Heute ein bisschen früher, zumindest für mich. Für euch ist alles komplett normal, so wie immer, glaube ich, für den Match. Aber für mich ist es gerade relativ früh. Früher, als ich normalerweise aufstehe und als ich normalerweise aufnehme. Aber wir wollen heute eine Amethystfarm bauen. Zumindest vorübergehend, so eine kleine Mini-Amethystfarm, einfach mal um sie gebaut zu haben. Und um eben auch für unsere Blaze-Farm was zu machen. Ich glaube, Blizzard will einen Amethyst-Shop bauen, was sehr cool ist. Das heißt, wir werden in Zukunft dann dort einkaufen gehen, weil wir super viel Tinted Glass für unsere Blaze-Farm brauchen. Und generell würde ich auch sehr viel mit Tinted Glass bauen wollen. Ich finde das nämlich ziemlich cool. Deswegen gucken wir einfach mal. Aber ich würde trotzdem auch sehr gerne eine kleine Mini Farm selbst bauen. Unser netter Nachbar, aka Rotpilz, hat uns nämlich ein paar Amethystblöcke geschenkt und die haben wir in der letzten Folge in die Öfen geworfen und die sollten mittlerweile fertig sein. Das heißt, aus denen, das ist ein Custom Recipe für SkyTech hier drin, kriegen wir diese Budding Amethystblöcke, an denen die Amethysten wieder nachwachsen. Was einerseits ein bisschen weird ist. Yo! Was andererseits ein bisschen weird ist, weil wir ja eigentlich Amethysten auch über Strays farmen können. Aber jetzt können wir sie darüber auch farmen. Bisschen weird, aber trotzdem sehr cool. Normalerweise kann man die gar nicht bekommen. Man kann sie auch nicht verschieben oder abbauen in Survival. Aber so können wir eben eine Farm bauen, wo wir wollen. Und wir haben Numero Uno und Numero Dos Tres und Quadro, wenn das überhaupt richtig war. Und wir haben Kristalle 500 XP. Sick! Okay, sehr, sehr cool. Ja, die haben fast einen halben Stack Kohleblöcke verbraucht. Das ist auch schon einiges. Also haben auf jeden Fall ein bisschen gefressen. Und ich habe mir ein cooles Design dafür überlegt. Oder nicht überlegt, ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe auch super viel experimentiert und versucht, was Eigenes zu bauen. Das Ding ist, wenn ich irgendwie ein Vierfach-Design davon bauen wollte. Na, ah, ich bin so ein Idiot. Oh mein Gott, ich kann hier gar nicht wieder abbauen. Verdammt. Aua. Das sind gerade 2 Stunden einfach gelöscht. Oh nein, ja, das passiert, wenn man so früh aufnimmt. Ja, ich habe die ganze Zeit versucht, so ein Vierfachdesign zu bauen, dass wir 4 Stück an einem Kristall abernten können. Aber das sah immer aus wie ein Symbol, was ich jetzt nicht unbedingt so dringend auf Twitch oder YouTube zeigen möchte. Deshalb, ja, machen wir nur eins, bei dem wir nur 2 Kristalle abernten. War trotzdem ein bisschen doof, dass wir den jetzt dahin gebaut haben. Jetzt haben wir nur noch 3 Stück. Was soll's? Trotzdem immer noch cool. Wir brauchen ein paar Blöcke dafür. Wir brauchen praktisch so einen kleinen Zählermechanismus. Das machen wir mit einem Dropper und einem Hopper, der dann praktisch nach bis 4 zählt, weil wir über einen Observer detekten, wenn der wächst, also der Crystal wächst. Und der hat ja 4 Growth Stages. Er hat so klein, mittel, groß und ausgewachsen. Und beim Ausgewachsenen wollen wir ihn abbauen. Das Ganze funktioniert praktisch so, dass wir ein Item aus dem Dropper in einen Hopper geben. Der ist dann die ganze Zeit gelockt und erst, wenn alle 4 Items da drüben sind, dann hört der Comparator auf, ein Signal auszugeben. Ich kann das mal ganz kurz, also wenn wir das aufbauen, dann werdet ihr eh nochmal sehen, dann werde ich ein bisschen mehr erklären. Und dann gibt der Hopper die Items wieder zurück in den Dropper und dann ist der Kreislauf wieder von vorne aktiviert praktisch. Das ist so die Idee. Und das Ding muss dann natürlich sehr, sehr lange AFK die ganze Zeit laufen, wenn wir das wollen. Wir bräuchten jetzt 6 Stück, da wir leider einen kaputt gemacht haben. War ein bisschen doof. Wir brauchen auch noch mehr Observer. Machen wir ganz kurz. Was hat dafür gefehlt? Cobblestone, damn. Machen wir ganz kurz das hier und das hier. Vor allem, ich laufe hier rüber, wo da drüben auch eine Crafting Bench ist. Und ich glaube, pretty much. Bis auf das war es dann schon fast alles. Wir brauchen jetzt noch Comparator. Damn, Comparator werden wir echt viele brauchen. Ich weiß nicht, wie viel genau, aber auf jeden Fall einige. Wir haben ein bisschen Cleanstone. Ein Barrel wäre vielleicht noch ganz cool. Barrel, Barrel, Barrel. Haben wir leider nicht mehr, aber können wir uns auch fix craften. Anywhere, there we go. Sehr cool. Und dann düsen wir direkt mal nach unten, um zu gucken, dass wir das hier schön aufgebaut bekommen. Wie gesagt, das wird nur vorübergehend oder so. Ich würde das jetzt irgendwie hier in so eine Ecke klein ein bisschen reinbauen. Und dann beispielsweise ein Barrel. Ist das hier symmetrisch? 5 Blöcke auf der Seite. 3 Blöcke auf der Seite. Huh. Something is not quite right. Okay, ich glaube, wir bauen das dann lieber komplett symmetrisch, oder? Dann gehen wir hier hin und dann können wir da unsere Sachen mit dran bauen. Ein bisschen Platz nach außen brauchen wir noch. Dann würde ich sagen, machen wir hier unser erstes Barrel rein. Das kommt einfach in den Boden. So. Und da rein kommen dann später unsere Amethysten. Die sammeln wir über Hopper auf. Das heißt, wir haben einmal... Oh, warte mal. Achso, ich soll das vielleicht nicht hier hinbauen, ne? Da wird das ein bisschen schwierig. Okay, wir gehen auf die andere Seite. Wir gehen auch hier hinten hin, bauen das Ganze da auf. Wir wollen jetzt praktisch unseren Amethystblock, das müssen wir gleich unbedingt richtig gucken, dass ich das jetzt nicht wieder falsch baue, aber unseren Amethystblock wollen wir, wenn ich mich nicht täusche, hier drauf haben. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay, den können wir schon mal hinbauen. Den ersten Budding Amethyst Block, der chillt jetzt hier. Den werden wir nie wieder verschieben können. Wenn wir neu brauchen, müssen wir neu craften. Aber das ist in Ordnung. Dahinter kommt jetzt ein Observer, der praktisch detectet, wenn dieser Block wächst. Das heißt,
der kommt hier hin, so und so, zwei Stück, weil wir beide unabhängig voneinander abernten wollen. Wir könnten auch theoretisch, guten Tag, wir könnten auch so eine Maschine machen, wo wir alle vier oder sogar noch mehr Seiten von diesem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir alle abernten könnten, theoretisch. Aber es gibt auch eine Maschine, wo man alle vier Seiten aberntet, aber das basiert dann alles auf einem Crystal und sonst wäre es halt super kompliziert. Das haben wir auch gebaut, aber das ist mir ein bisschen zu groß so. Das ist nicht so super kompakt, leider. Aber dann würde man eben die Technobdea wechseln, dann alle vier abbauen. Aber dadurch hat man halt relativ viel, ja, wasted stuff, leider. Und das wollen wir nicht. Das wäre doof. Wir müssen jetzt trotzdem ganz kurz nach hier unten irgendwie, weil ich hier einen Pisten dran machen muss. Vielleicht kriegen wir den sogar von hier dran, warte. Oh, geht. Let's go. Sehr cool. Perfekt. Genau, der Pisten ist nämlich da, um dann den Kristall abzubauen, wenn er gewachsen ist. Und links und rechts davon müssen wir irgendwie, ja, noch mit Steinen so ein bisschen was machen, damit die eben nicht wegbangen die ganze Zeit. Cool, chillig. Das wäre so die Sache. Und jetzt kommt die Technik da hinten dran. Die können wir eigentlich mal auf eine Seite aufbauen und auf die andere können wir das dann einfach spiegeln, wenn wir soweit sind. Das heißt, wir haben hier hinten dran jetzt einen Dropper, der in einen Hopper geht und der Hopper zeigt wieder zurück in den Dropper. Und die würden jetzt die ganze Zeit ihre Items hin und her jonglieren, wenn wir dem was geben würden. Wollen wir aber natürlich nicht. Achso, wenn er ein Signal bekommt, würden wir das machen. Sondern wir wollen den Dropper oder den Hopper locken, je nachdem, was gerade passiert. Das heißt, wir machen hier den Comparator hin. Der geht in diesen Stein und daran kommen zwei Redstone Torches. So, die erste Torch, die wir davon haben, die gibt ein Signal an unseren Pisten. Das heißt, der Pisten wird jetzt ausgefahren. Zack, der Observer hat jetzt gerade was gemacht. Nicht so schlimm. Aber das Ding ist praktisch jetzt dafür verantwortlich, dass wenn in dem Dropper nichts ist, kein Item, dass dann der Pisten ausfährt. Aber wenn wir jetzt hier Items drin haben sollten, wie zum Beispiel 4 Cobblestone, dann geht das eben wieder aus und der Pisten geht wieder zurück. Und das zählen wir jetzt die ganze Zeit, indem wir praktisch hier hinten nochmal eine Fackel dran machen und den hier deaktivieren. Das heißt, selbst wenn jetzt hier vorne was wachsen würde, dann würde der Dropper das Item in den Hopper geben und der Hopper aber nicht zurück, sondern erst später. Und später determinen wir mit diesem Ding hier. So, da machen wir jetzt nämlich einen kleinen Kondensator dran. Hier und hier und hier und hier. Dann gehen wir, wir könnten das sogar noch ein kleines Stückchen kompakter bauen. Fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob es so viel kompakter wäre, actually. Wir könnten, warte mal, könnten wir? Aber, naja, wir lassen es einfach mal so. Ah, oder? Naja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Okay, aber wir hätten dann praktisch einfach nur das Ding hier. Hier das Redstone dran und dann sind wir fertig. Das ist die ganze Magie hinter dem Ding. Und der Sinn ist es praktisch, wenn hier eine Stage davon wächst, das können wir irgendwie simulieren gleich einmal, so mehr oder weniger. Aber wenn hier eine Stage wächst, dann detektiert das der Observer. Gibt ein Signal aus, droppt damit über den Dropper ein Item in den Hopper. Dann hat er nur noch drei hier drin. Wenn die nächste wächst, dann droppt er wieder, wieder und wieder. Irgendwann ist der Dropper leer. Das heißt, der Comparator gibt kein Signal mehr aus. Die beiden Fackeln gehen an. Das heißt, er startet den Kondensator. Der Hopper feedet die Items wieder zurück in den Dropper. Das heißt, das Signal geht wieder aus. Er hat ganz kurz den Pisten aktiviert über die andere Fackel. Wir haben unseren Amethysten abgebaut. Und das Ganze geht wieder von vorne los. Das ist die ganze Magie. Mehr machen wir eigentlich gar nicht. Das heißt, das Modul ist schon aktiv. Das andere müssen wir jetzt hier drüben auch nochmal bauen. Ich würde ganz kurz mal gucken. Es gibt, wie gesagt, eine Sache, die ein bisschen kompakter wäre. Und ich würde gerade mal ausprobieren wollen, die hier zu bauen. Aber das gucken wir gleich und dann zeige ich euch, ob es geklappt hat oder nicht. Anderes System hat nicht ganz so gut funktioniert. Das war praktisch, das waren zwei Comparator, die einen Repeater gelockt haben. Aber das Ding war, da wurde manchmal der Pisten von dem Observer detected und dann haben wir falsch gezählt und das wäre nicht so gut. Deswegen bleiben wir bei dem System. Ist ein bisschen größer, ein bisschen umständlicher, aber nicht so wild. Das andere wäre minimal kleiner gewesen. Also das wäre vielleicht, da war ein Block kleiner gewesen als das ganze Ding hier. Aber ist nicht so schlimm. Der erste davon steht schon mal. Ich will mir jetzt ganz fix noch ein relativ schöneres Design überlegen, wie das halt, wie wir das cool integrieren können oder so, damit es nicht ganz so ugly aussieht, wie es gerade aussieht. Bleibt mir ein paar Büschen sowas dazu. Und wenn wir das haben, dann würde ich die anderen drei Module noch dazu, oder zwei Module, wir haben nur noch zwei Kristalle, die anderen zwei Kristalle noch zubauen. Und dann More Max. Dann heißt es eigentlich nur noch warten, ne? Halt sehr, sehr, sehr lange, weil die Dinger wirklich langsam wachsen leider. Im Singleplayer ist immer ganz chillig, weil man einfach random Tickspeed hochstellen kann. Hier geht das leider nicht so gut. Aber das können wir dann, guck mal, da unten, by the way, das hat Peter gebaut, ist ein kleiner Slime-Chunk, was sehr cool ist, weil wir jetzt dann auch bald eine richtige Slime-Farm bauen können bei uns. Wir müssen jetzt nur aufpassen, das nächste können wir dann erst hier hin. Mann, ich würde schon gerne, ich glaube, ich gucke doch nochmal nach dem anderen Design, weil das wäre wirklich ein kleinen Ticken kompakter, glaube ich. Ein Block halt. Und das wäre schon ganz gut normalerweise. Freunde, wir sind fertig. Wir haben ein kleines hübsches Design und wir haben ein neues Modul. Vielleicht
habe ich, sehr schlauer Mensch, gerade noch mal einen Budding-Amethyst-Block kaputt gemacht und wir haben jetzt nur noch zwei. Das ist ein bisschen doof, aber das kann schon mal passieren. Ansonsten hätten wir jetzt diese beiden kleinen Module hier da. Hier vorne lassen wir extra frei. Ich habe gerade gelernt, dass dass immer nur eine Chance bei einem Block besteht, an einer Seite zu wachsen. Das heißt, im besten Fall sollte man die ganzen anderen Seiten, bei denen nichts wachsen soll, blockieren, damit der Amethyst nicht darin seine Energie verschwendet. Aber wir lassen den hier einfach auswachsen. Ich glaube, das passt sehr gut ins Design. Und wenn er ausgewachsen ist, dann juckt er nicht mehr. Und dann können die links und rechts davon eben wachsen. Bis jetzt noch nichts passiert. Wir haben jetzt auch das gleiche Design gelassen wie davor. Die sind alle noch auf 4 eben. Und wenn die dann irgendwann mal halt nach vorne gehen sollten, dann werden die einfach auf ganz entspannt diese Amethysten abenden. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. Ich hoffe mal, wir werden das gleich noch erleben. Ich glaube, der ist mittlerweile schon auf... Nee, der ist noch auf Stufe 1, ne? Ja. Ich hoffe mal, wir werden noch erleben, dass heute einer abgeerntet wird. Aber das sehen wir dann, wenn hier drin ein paar Sachen liegen. Mal schauen. Aber Design finde ich auch sehr cool. Integriert sich, glaube ich, relativ nice in die Base. Es ist soweit. Der erste Kristall ist gewachsen. Noch nicht richtig, aber... eine kleine Minisache und im besten Fall sollten wir jetzt hier drin sehen, dass wir nur noch 3 Items drin haben. Jawohl, let's go, sehr cool. Und das macht er jetzt eben die ganze Zeit und dann, wenn er Feder 4 ist, dann erntet er ab. Cool, wir bauen in der Zwischenzeit jetzt hier die Treppe ein bisschen hübscher. Ich habe schon ein wenig die Curvature geändert davon, damit das ein bisschen besser aussieht. Und da machen wir jetzt eben so, dass wir hier wenigstens halbwegs ordentlich runterkommen, ohne ins Void zu fallen oder sowas. Ein bisschen Deko und sowas noch mit dazu, ich glaube, das könnte sehr cool sein. Und dann... sieht das gut aus, oder? Sieht gut aus? Fünf Blöcke, haben wir unten auch 5 Blöcke gehabt? Ja, auch 5 Blöcke, hier auch 5 Blöcke, let's go! Kleines Update, wir haben eine Treppe gebaut. Wunderschön, sogar die Leute im Chat flamen mich ein bisschen wegen meinen Fenstern. Ihr könnt ja gerne mal in den YouTube-Kommentaren nett sein und sagen, ob ihr das cool findet oder nicht. Außerdem ist unsere Crystal fast gewachsen, aber wir haben hier jetzt die Treppe ein bisschen hübscher gebaut. Es geht jetzt hier runter. Die Fenster sind ja modern, aber das kann auch mal cool sein, oder? Guck mal, geht halt jetzt hier runter, hier ist ein bisschen Deko. An den Fenstern ist eigentlich noch ein bisschen zu wenig Deko, da könnte man noch was ändern. Aber sonst kommt man eben hier runter, links, rechts, hier kleine Blume, hier über so Büsche, hier kleines Bildchen und so. Und dann ist man hier. Sieht doch voll schön aus. Kann man richtig, richtig cool hier entlang laufen. Sieht cute aus, ist hübsch, passt zum Rest der Base. Top notch, ich lieb's. Außerdem ist dieser Crystal schon auf der dritten Stufe, auf der dritten Stufe. Das heißt, eigentlich können wir jeden Moment genauso skeptisch wie dieser Observer hier beobachten, ob dieser Crystal wächst. Ich hoffe, es passiert bald. Also normalerweise ist auf jeden Fall noch keiner gewachsen. Bei denen hier ist noch gar niemand gewachsen, ne? Also rechts und links davon. Der vorne hat 4-mal den Tick abbekommen scheinbar und ist schon komplett ausgewachsen. Aber sonst einfach noch keiner. Bisschen sus. Komisch. Aber ja, ich hoffe mal, der hier wächst bald. Dann haben wir unseren ersten abgeernteten Crystal. Let's go. Das wäre so cool. Ich frage mich, kann man die mit Lack abernten? Kriegt man dann mehr, wenn man die mit Fortune abbaut? Da bin ich mir actually gar nicht ganz sicher. Vielleicht wird sich das dann lohnen am Anfang. Aber ich glaube nicht, sonst würde man das nicht machen, ne? Okay, Chat sagt gerade, die sind sich uneinig wieder. Die sagen, manche ja, manche nee. Okay, aber wir warten jetzt noch ein bisschen ab, bis der Crystal wächst. Und dann haben wir endlich unsere automatische Crystal Farm completed. Und sieht hoffentlich sehr, sehr cool aus. Vielleicht bauen wir hier noch was um, aber mal gucken. Chat, we did it! Nice! Ey, gerade in diesem Moment hat unser Crystal funktioniert. Oh, Mann, sick, let's go! Wir haben so lange gewartet, aber es hat funktioniert. Er hat gerade eben getriggert. Jetzt müssten hier wieder 4 Items drin liegen. Ja, perfekt. Oh, let's go. Es funktioniert. Es läuft. Der andere auf der rechten Seite ist auch bald fertig. Und wir haben jetzt hier 2 Amethyst Shards drin. Hammer. So übertrieben gut. Die anderen wachsen auch. Das heißt, wir können jetzt einfach die ganze Zeit hier AFK chillen und warten. Und der wächst und erntet die immer wieder ab. Und dann sind wir langsam aber sicher ready. Also der hier hat jetzt ewig gebraucht. Der linke ist einfach schneller gewachsen als der rechte, obwohl der schon die ganze Zeit auf Stufe 3 chillt. Also der müsste auch bald jeden Moment eigentlich wachsen. Und dann funktioniert alles. Dann können wir jetzt warten. Einfach, wie gesagt, AFK chillen und dann kriegen wir lauter Amethysten. Ich habe hier noch ein paar Glowberries hingebaut, den wir auch von Rotpilz bekommen. Die bekommt man seit dem neuesten Update über Axelolles. Ist nochmal ein bisschen grüner, vielleicht sogar schon ein bisschen zu grün. Und ich habe hier vorne unser Briefsystem nochmal ein bisschen umgebaut. Die Wand ist jetzt hier zu. Sieht ein bisschen doof aus, aber war jetzt so die Lösung dafür. Wir kriegen hier unsere Items rein und ich habe es jetzt so gemacht, dass wir alles komplett automatisch benutzen können. Wir können jetzt also zum Beispiel ein Emerald hier reinlegen. Dann wird der, klick, klick,
automatisch ins System gelegt. Und wir können hierüber den Emerald abfeuern. Und ihr seht, der fliegt da drüben, landet bei Rotpilz und seine Lampe geht an. Und dann kommen die Items eben langsam, aber sicher da an. Sehr, sehr cool. Also wir müssen jetzt nur noch ein Item hier reinlegen, auf den Knopf hier drücken und dann sind wir ready to go. Der Knopf könnte vielleicht ein bisschen tricky werden zu finden, aber ansonsten sind wir ready. Und god damn, ich bin sehr zufrieden. Sieht sehr, sehr cool aus. Die Module hier unten gefallen mir. Sie funktionieren, sie ernten die Kristalle ab. Und ansonsten, ne, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann bauen wir hoffentlich unseren Shop. Oder vielleicht die Blaze Farm mit Tinted Glass. Mal gucken. Aber das war's von mir. Und bis dann. Peace.